ja, unglaublich. Ich habe gezittert, ich glaube, das ganze Spiel hinweg. So ein wichtiges Spiel und wir haben es nach Hause geschafft. Das super Gefühl. Ja, vorher die Momente mit dem Trainer zusammen, Stefan Kogl mit Seba. Alle haben Tränen in den Augen. Ich glaube, wir haben jetzt 18 Monate gekämpft. Wir haben es geschafft. Glückwunsch, echt. Wie habt ihr euch da durchgeboxt? Wie ging das? Der erste Satz war ja recht hart. Ja, wir haben immer an uns geglaubt. Wir wissen, dass wir gut Volleyball spielen können. Und ja, ich denke, in so einem Spiel, da hast du einfach die Vision eigentlich nicht mehr unbedingt. Und dann geht es einfach darum, möglichst hart, möglichst hoch abschlagen. Und ja, dann haben wir ein bisschen das Glück auf unserer Seite gehabt. Mal Netzroller, mal Schiedsrichter entscheidet für unsere Seite. Aber am Ende. Wir haben wirklich gut gespielt und ich glaube, wir haben das verdient, jetzt mit diesem Turnier genommen. Was war das Schwierigste heute? Ja, die Nervosität überzwingen. Ich spiele jetzt doch schon 20 Jahre auf dem World Tour mit, aber irgendwie ist es immer, ja, einfach diese Spannung hochzuhalten und dann die Nervosität trotzdem runterzudrücken und dann gut zu spielen, ist schon eine Herausforderung jedes Mal. Ja, ich habe es geschafft heute zusammen mit einem super Partner. Er hat sensationell gespielt und hat mich zwei, dreimal aus der Patsche geholfen. Ich bin froh, habe ich es geschafft. Als du zu deinem letzten Block hochgesprungen bist, hast du da gewusst, dass du den machen wirst? Nein, aber ich habe gewusst, dass wir nachher noch mindestens etwa 6 Chancen haben. Und deswegen springst du mir noch mehr Energie. Was würdest du jetzt allerdings machen? Ja, ich denke einfach mal sitzen und relaxen und die ganze Spannung aufbauen lassen. Das ist einfach, ja, es war ein bisschen viel. Aber und was war das erste, was du gedacht hast, als du den Block gemacht hast? Weißt du das, kannst du das sagen? Ja, mir ist ein Bild hochgekommen. Ich habe vor dem Spiel hier habe ich mich irgendwie gesehen, wie ich meinen Trainer hochbringe und die Fäuste hochhalte. Und das kann man eigentlich nur, wenn man gewinnt. Und das Bild ist gekommen und ja, dann kamen die Tränen. Das ist wirklich. Ja, ich bin so froh, habe ich es geschafft. Glückwunsch, Stadler, einfach Glückwunsch. Ja.